Computer sind das Paradigma für instrumentelle Vernunft. Sie können bestimmte Aufgaben perfekt lösen. Und ich glaube, da ist dann die Herausforderung an Bildung, sozusagen wieder altmodisch zu sein und eher so etwas wie ein Grundverständnis auch zu vermitteln, ein Grundverständnis, was die Welt ist und was der Mensch ist und wie der Mensch in der Gesellschaft steht und Fragen auch von, ja, sagen, würde man sagen, von menschlicher Verantwortung, jetzt nicht einfach nur als Ethik, sondern als etwas viel, als ein ganz grundlegendes Prinzip dessen, was unser Leben als Menschen ausmacht, solche Fragen stärker in den Blick zu nehmen. Empirische Wissenschaften oder sagen wir mal Naturwissenschaften, dann auch andere empirische Wissenschaften wie Soziologie, Psychologie sprechen eine ganz andere Sprache als Geisteswissenschaften und Philosophie. Dabei wäre gerade das heute wichtig, weil natürlich die ganze Frage auch des Menschenbildes sich neu stellt in diesen Zeiten von Digitalisierung und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Wir erleben ja im Moment diese politische Reaktion darauf, konkret der Rechtsruck, der ja damit zu tun hat, dass Leute zu Recht verunsichert sind, weil sie abgehängt werden von dieser immer komplizierteren und globalisierteren Welt. Die Reaktion ist natürlich nicht angemessen, also ich finde sie sogar ganz furchtbar, diese Reaktion darauf. Aber ich glaube, man muss das auch ernst nehmen und da ist natürlich eine Herausforderung, auch gerade für Studierende, die ja da auch eine besondere Verantwortung haben in dieser Welt, zu erkennen, was es denn heißt, in so einer komplizierten Welt, die wir auch nicht wieder vereinfachen können, künstlich in so einer komplizierten Welt auch Verantwortung zu übernehmen, auch gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, es geht wirklich nur über Bewusstmachung, also auch Bewusstmachung der Hintergründe, die da stehen. Also man hat ja erstmal sozusagen nur den Bezug zu seinen Geräten und den Diensten, die man in Anspruch nimmt und gar kein Bewusstsein dafür, was da an Maschinerie dahinter steht, also an Geld und an Mechanismen, um Geld zu kreieren, also um Geld zu verdienen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, das glaube ich ist wichtig. Wissen als sozusagen als Stoffwissen verliert an Bedeutung, das ist ganz klar. Also Wikipedia ist halt überall zugänglich und gibt einem wahnsinnig gute Informationen und überhaupt Wissensbestand, also sozusagen Wissensmaterial ist wahnsinnig leicht zugänglich. Gleichzeitig wird es natürlich umso wichtiger, zum einen die Beurteilung dieses Materials zu erlernen, also auch der kritische Umgang damit. Und würde sagen, das prozedurale Wissen und des Hintergrundverständnisses, auf dem dieses Wissen steht. Also, dass man Wissen einordnen kann in einen Kontext und dass man selber auch in der Lage ist, Verknüpfungen herzustellen und dadurch auch neues Orientierungswissen für sich zu erzeugen. Das Paradigma sozusagen der Technik erfasst ja auch immer mehr unser menschliches Leben, dass wir einfach Teil eines gesellschaftlichen Systems werden und in diesem System funktionieren und sozusagen, wenn man angepasst funktioniert, dann ist man gut. Also karikiert ist das jetzt das chinesische Modell. Und ich glaube, da steht unsere europäische Bildungstradition mit ihrer Betonung des Werts von Autonomie tatsächlich
auch dagegen. Und ich würde sagen, das ist ein Wert, den wir auch aufrechterhalten müssen. Und zur Autonomie gehört natürlich diese Fähigkeit, auch zurückzutreten hinter diesen Rahmen dieser Eingebundenheit, in der wir uns vorfinden. Also der Erwartungen, der Selbstverständlichkeiten, der Kultur, da auch immer wieder heraustreten zu können und zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Das ist dann natürlich noch ein zweiter Schritt, das ist Verantwortung zu übernehmen. Teil dieser technischen Kultur und gerade auch der Computerkultur ist ja, dass man die Illusion hat, dass Entscheidungen eigentlich am besten durch möglichst viel Wissen gefällt werden können. Also sozusagen Technokraten fällen die besten Entscheidungen. Aber Entscheidungen müssen von Menschen gefällt werden, die dafür Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist natürlich sozusagen wird immer schwieriger auch, aber umso mehr ist es auch wichtig, das im Bildungskontext auch zu vermitteln. Die Konzentration auf das Wesentliche in einer schnelllebigen Welt. Man muss halt üben. Ja, also es ist auch eine Frage der Disziplin in mancher Hinsicht. Ja. Dass man, also wurde jetzt auch besprochen bei diesem Forum, dass das eine der wichtigen Tugenden ist, die man heute wieder stärken muss, die Fähigkeit auch zum Beispiel bei einem Text zu bleiben, den man liest. Geduldig wirklich einen Text zu lesen und dabei zu bleiben. Das sind Dinge, die wir ja auch versuchen einzuüben an den Hochschulen, an den Unis. Diese Art von bei einer Sache bleiben und einzudringen und nicht gleich oberflächlich wieder zum nächsten zu hüpfen.